Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Westeros Total War. Ja, bin nochmal wieder zurück. Es ist immer noch derselbe Tag. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen am Stück auf. Und teile das dann im Nachhinein so ein, wie ich es brauche. Gut, okay. Also, wir wollten hier jetzt erstmal ab. Wir müssen hier jetzt erstmal abwarten, bis die öffentliche Ordnung soweit vernünftig hochgegangen ist, damit wir dann mit Stannis Armee weitermarschieren können, Richtung Krähenruhe. Uns um diese Wasser kämpfen. Ja. Mein Herr? So, was machen wir denn mit der Flotte? Stellen wir damit noch irgendwas an? Oh, die sind wieder weggegangen, okay. Interesting. Man könnte natürlich hier mit den Arryns hätte man sich noch verbinden können. Aber naja, wir wollen ja erstmal dabei, uns mit den Starks gut zu tun. Da können wir ja erstmal gucken. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal am Ende eben noch gemacht. Wie steht jetzt in einem Bündnis? Immer noch fordernd. Okay, ja gut, dann warten wir. Wir haben ja Geduld. Naja, eigentlich nicht, aber wir haben Geduld. Lady Melisandre. Wow, geiles Bild. Ja, viel mehr können wir eigentlich gerade zur Zeit noch gar nicht machen. Wir müssen ja immerhin sparsam sein. Wir haben nur sehr geringes Einkommen. Obwohl, jetzt. Okay, es steigt auf jeden Fall. Können wir hier noch irgendwas bauen, was Einkommen bringt? Ledergerber bringt, glaube ich, nur Dingensen hier nur Rüstung für Truppen. Demnach bringt das jetzt nichts. Ja. Gut, das. Sekunde, ich muss das Mikrofon mal noch ein bisschen stellen hier. Das bleibt irgendwie immer nicht so. So. High Quality, das mitten in der Aufnahme zu machen. Aber hey. Ist hier noch irgendwas, was man gebrauchen kann? Farmgemeinschaft, ja, gut, okay. Ja, verbessert das Einkommen, aber ist teuer. Fischerei. Das kann man tatsächlich, glaube ich, mal machen. Dauert doch nur 3 Runden. Heißt, wir kriegen das schnell wieder rein. Ja gut, das war's erstmal. Nächste Runde. So, dann gönne ich mir doch mal ein Schlückchen von meinem Getränk. Die feindliche Flotte greift uns an. Oh, bitte gehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Nee, das wollen wir nicht. Ah, wir können uns nicht zurückziehen. Scheiße. Ja gut, ich glaube, wir werden die Flotte verlieren. Okay, nee, sie ziehen sich nur zurück. Und natürlich verfolgen die uns. Ist klar. Vielleicht hätte ich das Schiff doch gebrauchen können. Aber das Einkommen wäre halt so krass niedrig gewesen. Nein, wir brauchen nicht noch mehr Leute. Also brauchen schon, aber wir können sie uns nicht leisten. Oh wow, da ist wieder dieses Windows aktivieren bei mir. Yay, ich liebe dieses. Wie nennt man das? Watermark? Ja, Watermark. Ich liebe es. Ich hoffe, Renly rasiert euch richtig fett weg. Ich hasse euch. Geht, ihr seid doof. Ja wow, ich kann einfach gar nicht groß was machen. Ich muss hier jetzt im Moment eigentlich bloß immer Runde beenden und Runde beenden und das war's dann immer. Na gut, aber so ist das halt manchmal. Es dauert ja noch 4 Runden, dann ist die Ortschaft hier einigermaßen gesichert. Wir müssen jetzt mal unsere Schiffe hier wegbewegen. Ich gehe mal zurück zu den Bortons. Im besten Fall helfen die mir gegen die, weil die sind ja mit denen verfeindet. Das wäre sehr schön. Das würde ich begrüßen. Na gut, mit dem Diplomaten brauche ich, glaube ich, auch nicht weiter was probieren. Oh, dieses Watermark geht mir so auf die Eier. Ich hoffe, dass OBS das nicht aufnimmt. Für gewöhnlich tut es das nicht. Okay, wir machen gut plus. Ja dann, nächste Runde. Ah ja, wow, jetzt ist die öffentliche Ordnung auf jeden Fall schon mal im grünen Bereich. Ich frage mich, wie es ist, wenn ich hier Truppen abziehe. Aber irgendwas muss ich als Garnison da lassen. Wow, die blockieren uns den Hafen. Ich hasse es. Ich hasse Schiffe in diesem Spiel, sie sind furchtbar.
Ich bin dafür, dass ich der Einzige bin, der Schiffe hier haben darf. Sind alle dafür? Gut. Nein, will nicht. Geh weg. Oh, na Mensch, wir haben uns überall verbessert. Yay, stehen aber immer noch nirgendwo da. Oh. Weiteres Merkmal erlangt. Roland Sturm, faire Herrschaft. Yay. Freut mich. Kleine Kirche Rolors ist fertig. Und Haus Martell und Tyrell liegen im Krieg. Es sind noch Waffenknechte. Wohin geht es? Greif an oder lass mich in Ruhe. Die gehen mir echt ein bisschen auf den Zeiger, aber ich will jetzt auch keine Flotte ausbilden. Und vielleicht verpissen sie sich ja wieder. Ich bin optimistisch. Die werden wahrscheinlich für immer da hängen bleiben. ich kann ja schon mal überlegen, wen lasse ich denn hier? Ich denke mal, es sollte reichen, wenn ich eine Einheit dann hier lasse. Ich kann es ja mal ausprobieren. Oh! Na Mensch, wer hätte es gedacht? Das ist ja sogar... Das ist ja perfekt. Oh. Okay, die haben sich verstärkt. Schaffen unsere Einheiten das? Wie viele sind das? 2, 4, 6? Wir haben eine zahlenmäßige Überlegenheit. Ich habe aber allerdings auch nicht wirklich Ahnung von den Truppen, die er benutzt. Waffenknechte, Speerträger, geschworene Schwerter. Wir haben halt sehr viele Speergardisten. Und auch geschworene Schwerter haben wir auch sehr viele. Die sind eigentlich immer recht gut gewesen. Waffenknechte sind eigentlich auch ganz okay. Eigentlich haben wir recht gute Einheiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das riskieren will. Wenn die uns da schlagen, haben wir keine Armee mehr, wirklich. Und in der Belagerungsschlacht kann ich nicht viel ausrichten, weil ich bin da nicht viel besser als die KI. Ich könnte natürlich die Truppen hier jetzt noch dazuziehen. Oder eine Einheit Speergardisten zumindest mit Melisandre. Das könnte ich probieren. Ich habe bloß so die Befürchtung, dass die mich daran hindern werden. Aber ich probiere es trotzdem mal aus. Da ich mein Volk liebe, kann ich euch nicht lieben. Ja, natürlich. Dann geht ihr mal darüber. Dann gucken wir mal, wie die reagieren. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Oh, wir können auch Söldner rekrutieren. Oh, sind die teuer. Und die kosten dann bestimmt auch richtig viel Unterhalt, oder? Jo, boah, nee. Ja, wir haben ein Einkommen von 1200, wir könnten es uns theoretisch leisten. Will ich das machen? Naja, so viel bringen die jetzt auch nicht, sind eigentlich bloß Trash-Einheiten. Ich probier's mal mit den Einheiten, die ich habe. Ihr solltet uns fürchten. Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt. Ja, schon klar. Ich weiß, dass die Beziehung sich verschlechtert, wenn ich euch belagere. Ja. Ja. Das könnte tatsächlich eine nächste Schlacht werden. Im Notfall werde ich es halt mal persönlich schlagen und probieren, ob ich da irgendwas reißen kann. Ich kann ja immerhin, im Ernstfall kann ich ja schnell laden nochmal. Ich könnte es zumindest probieren, mal manuell noch ein bisschen zu reißen. Leute, haben die sich jetzt ernsthaft noch Freiwillige dazu geholt? Ich glaube, wir brauchen wirklich ein bisschen mehr Verstärkung. Aber wir können im Notfall noch rekrutieren, das ist gut. Dauert noch 3 Runden. Naja gut, okay, wir beenden mal die Runde. Yay, erwartungsvolle Stille. Mann, ich will keine Leute adoptieren. Geht weg. Aber wir verbessern uns immer noch. Das ist gut. Der Bau von der Fischerei ist fertig. Das heißt, wir müssen jetzt höheres Einkommen haben, oder? Hä? Warum sinkt denn das Einkommen jetzt?
Die belagern nicht mal mehr den Hafen. Warum? Oh Gott. Verpisst euch. Setzt bloß schnell die Truppen da ab. So, schließt euch mal an. Okay, die haben nicht groß was verändert. Das... Ich muss gleich mal ausprobieren, ob das reicht oder ob wir noch Söldner brauchen. Ich verstehe jetzt bloß nicht, warum das Einkommen jetzt gesunken ist. Ach so, weil da eine Einheit unterhaltsfrei war. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja gut. Dann machen wir wohl mal die Schlacht. Na, kann ich auch eigentlich direkt am Schlachtbildschirm machen. Wir greifen an. Ist recht ausgeglichen. Ich speichere mal und probiere es dann einfach mal selber zu machen. Werden wahrscheinlich höhere Verluste sein, aber wenn ich es schaffe, warum nicht? Ich habe bloß so die Befürchtung, ich mache ungern große Belagerungsschlachten in dieser Mod. Weil die Mod halt nicht so stabil ist. Und wenn ich da dann irgendwie eine halbe Stunde an so einer Schlacht sitze und die dann einfach die Mod abschmiert und es dann nicht gespeichert ist, das ist richtig ätzend. Das hatte ich schon so unglaublich oft. Deswegen habe ich jetzt die Einstellungen von den Grafikoptionen her ja auf Mittel gestellt alles. Aber das wäre echt übel. So, wir haben, glaube ich, kaum Fernkampfeinheiten da gehabt. Deswegen ist der Regen, glaube ich, ganz gut. Dass die uns nicht so easy peasy treffen. Gut, dann gucken. Okay, wir haben eine Einheit. Okay, Melisandre ist auch Fernkampf. Die wirft, glaube ich, Feuerbälle oder so. Irgendwie war das doch. Du siehst aber nicht aus wie Lady Melisandre. Gut, habe ich gesagt. Man kann natürlich auch einfach mal oben ohne auf dem Feld erscheinen. Ich meine, machen Barbaren doch auch so in Fantasy-Universen. Ihr droppt das mal. Die Schwertkämpfer hätte ich nämlich gerne immer einzeln mal. Die Speerträger können sich dann um die Belagerungsmaschinen kümmern. Maschinen, Geräte halt. Naja, Geräte, okay. 10 Leitern als Belagerungsgeräte? Ich denke schon. Ja, eigentlich schon, ne? Gut, wir haben großzügig Platz, uns aufzustellen. Gucken wir uns auch erstmal die Burg an. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal durch. Und dann wieder rum. Kann es sein, dass das dasselbe Model von der Burg ist wie beim letzten Mal? Doch, das ist dieselbe Burg wie beim letzten Mal, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist genau dasselbe wie beim letzten Mal. Okay. Na dann. Hoffen wir doch mal, dass diesmal das Torhaus auch eingenommen wird. So, dann stellen wir die Schwertkämpfer hier so auf. Stannis kommt hier hin. Die Fernkämpfer mache ich mal auf die 2. Na, wobei. Machen wir uns nochmal auf die 3. Wir verwenden die wahrscheinlich sowieso nicht so oft. Jetzt müsst ihr noch die Belagerungsgeräte nehmen. Ja, wo sind sie denn? Da sind sie. So, ihr geht an den Rambock. Ihr holt euch die Leitern. Ich sagte, ihr holt euch die Leitern. So. Und dann geht ihr mal hier hin. Ihr seid mal die 2. Am besten in Reihe. Ihr müsst ja sowieso vorgehen. So, ich denke mal, das passt soweit. Dann schicken wir die Fernkämpfer mal nach vorne. Und ihr stellt euch auch offen. Ihr genauso. Dann geht ihr auch mal nach vorne. Die Schwertkämpfer können auch ein Stück vorrücken. Stannis kommt auch. Was ist denn mit der Musik? Warum kommt denn jetzt keine Musik? Hat er überhaupt Truppen da zu stehen? Der hat da keine Truppen zu stehen, oder? Der lässt die Mauern komplett unbewacht. Ja, der hat die alle hier. Okay. Komische Taktik, aber wenn er meint... Ich meine, ich werde ihn nicht aufhalten. Okay, ich denke, wir können das mal alles ein bisschen beschleunigen hier.
Die Schwertkämpfer können noch ein Stück weiter. Stannis auch. Gut, dann schicke ich mal die Leiterträger direkt vor. Na, das ist doch schön. Oder? Kommen sie jetzt... Ah, jetzt kommen sie hoch. Aber jetzt ist es zu spät, würde ich mal sagen. Okay, die gehen gar nicht hoch. Die bleiben einfach davor stehen. Interessante Taktik, die die KI hier verwendet. Wir müssten das Torhaus eigentlich einnehmen können, aber beim letzten Mal hat das nicht so funktioniert. Ich bin da sehr skeptisch. Wie langsam geht ihr denn die Mauern hoch? Also wirklich. Bewegt euch doch mal ein bisschen. Nehmt euch ein Beispiel an den Lanzenträgern in Stronghold. Lol. Okay. Mach mal nicht so viel Friendly Fire. Das ist nicht gut. Okay, ich glaube, ihr verpisst euch mal lieber. Die Fernkämpfer werden uns sowieso nicht viel helfen. Ihr macht mal das Tor auf. Und ihr solltet eigentlich hochgehen. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Oh, jetzt habt ihr aufgehört, den Rambock zu benutzen, ne? Ich hoffe, die werden nicht verbrannt. Okay, jetzt gehen sie aufs Torhaus. Ach, das ist der. Das sind jetzt die anderen. Okay, die Verstärkung kommt. Wo gehst du denn hin? Ich habe doch nur rangezoomt. Okay, jetzt kriegen unsere Männer da oben ganz schön Probleme. Ihr solltet jetzt langsam mal das Tor aufbrechen. Die Schwertkämpfer ziehe ich mal dazu. Ich hätte vielleicht noch mehr Leitern machen sollen. Dann hätten wir von beiden Seiten kommen können. Jetzt werden die Speerträger hier natürlich ganz schön zurückgedrängt. Ah, das tut weh. Das Tor mit dem Rambock erreicht. Das tut weh. Da würde ich nicht gern unter dem Rambock stehen. Der müsste jetzt eigentlich Feuer gefangen haben. Ach, die kriegen jetzt ganz schön aufs Maul. Ich hätte da vielleicht eher die Schwertkämpfer hochschicken sollen. Kommt, jetzt macht das Tor doch ein bisschen schneller auf. Ich glaube, ich erhöhe mal die Geschwindigkeit ein bisschen. Aua, aua, aua. Gute Arbeit geleistet. Die Tore sind gefallen. Das brennt mir ganz schön den Rambock nieder. Gut, dass ich den jetzt nicht mehr brauche. So, fallen lassen. Und hoch da. Nehmt mir das Torhaus ein. Hallo, was macht ihr denn? Geht doch durch jetzt. Ich will jetzt noch nicht mit der ganzen Armee durch. Des Feindes eingenommen. Hier steht jetzt, wir haben das Tor eingenommen, aber wenn ich hier hingehe, haben die es immer noch. Das ist doch Kacke. Geht hoch jetzt da. Oh, ja, jetzt verbrennen sie mir wieder die Leute. Das ist so ätzend mit diesem Feuer. Aber wenn ihr jetzt hier oben drauf steht, dann müsstet ihr das eigentlich eingenommen haben. Geht doch hoch. Hallo, was ist denn mit euch? Okay, aber wir drängen die gut zurück. Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, wozu seid ihr eigentlich Nütze? Wie lange steht ihr denn da rum, um mal zu checken? Ah, wir sollen aufs Torhaus gehen. Ah, jetzt haben sie es bemerkt. Yay. Und das Torhaus wird trotzdem nicht eingenommen. Ist das mies. Oh Gott, da hinten kommen die... Die Reiter. Und, was hat er da noch? Speerträger sind es noch. Okay. Sind hier nur noch die Langbogenschützen? Haben die geschworenen Schwerter die einfach da im Stich gelassen, oder was? So, mich würde jetzt mal interessieren. Greift das Torhaus jetzt immer noch an? Weil theoretisch haben wir es eingenommen. Ach, da unten sind die geschworenen Schwerter. Ich schicke mal eine Einheit hier durch. Einfach um mal zu gucken, ob das Ding noch angreift. Ja, jetzt haben wir das Torhaus wieder verloren. Hä, aber es wurde uns nie angezeigt. Ja. Ah. Oh Gott, ich hasse das. Aber jetzt müsste es eigentlich erstmal pausiert sein.
Jetzt dürfte das nicht nochmal auslösen sofort. Das heißt, wir können jetzt durch mit der Armee. Oh Gott, bewegt euch bloß da weg. Weg von dem Torhaus. Nein, meine Leute. Oh, das tut weh. So, habt ihr die ja jetzt mal bald ausgeschaltet? Gut, dann kommt runter hier. Ach nee, ihr kämpft immer noch. Ach nee, okay, alles klar. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Warum backt der Sound denn jetzt so rum? Bitte nicht abstürzen. Danke. Ja, aber das sieht doch gut aus. Ich denke, die müssten das jetzt machen. Eigentlich. Ihr könnt hier nochmal ein Schild beisetzen. Ja doch, ihr solltet die eigentlich jetzt niedermetzeln. Ihr seid sowas von in der Überzahl. Durften aber wieder mehr Verluste sein, als ich eigentlich haben wollte. Aber naja, was soll ich sagen? Ich bin halt kein Belagerer in diesem Spiel. In Stronghold sieht es zum Beispiel anders aus, aber naja. Das sind andere Welten. Wo ich gerade beim Thema Stronghold bin, ne? Was ich jetzt auch in letzter Zeit sehr oft gespielt habe. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ja, danke. Was ich auch in letzter Zeit gespielt habe, war hier die Mod Stronghold Europe, also für Stronghold Crusader 1. Das ist dann quasi Stronghold 1, bloß halt mit diesem Skirmish-Modus. So die Atmosphäre und so weiter, von das Feeling von Stronghold 1, aber der Skirmish-Modus halt von Crusader. Das finde ich eine ziemlich geile Kombination. Da habe ich mich gefragt, ob ich da vielleicht den Kreuzzugmarsch machen will, aber ich mache ja derzeit schon den normalen Kreuzzugmarsch vom normalen Crusader. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich den normalen jetzt pausiere und dafür dann den von Stronghold Europe reinnehme. Weil theoretisch ist der halt viel geiler so gesehen jetzt, würde ich mal sagen. Zumindest ist das Feeling da geiler, finde ich. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Oh, Speerträger, kümmert euch um die Kavallerie. Ihr kommt hier rüber. Lasst das die Speerträger machen. Die sind effektiv gegen Kavallerie. Los, metzelt sie nieder. Ja, seid ihr denn? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich sagte, ihr sollt hier rüber. Junge, checkt ihr es nicht? Ihr sollt nicht gegen die kämpfen, ihr sollt da rüber gehen. Immer diese Truppen, die nicht hören. Sag mal, was macht denn der da? Der steht da einfach so rum und denkt sich, ja, ich chill hier so mein Leben. Was macht ihr überhaupt generell alle? Tötet die jetzt? Also wirklich. Amateure. Ich glaube, wir können noch mal ein bisschen erhöhen. Ja, da werden sie niedergemetzelt. Oh, da kommen noch geschworene Schwerter. Aber sollte trotzdem entschieden sein. So. Gucken wir uns den Spaß doch mal an. Hier gibt es jetzt natürlich keine so eine geile Kinoperspektive wie in den neueren Total War Teilen oder wie in Ancestors Legacy. Aber naja, das tut's schon. Wie sie einfach umgeschmissen werden und dann wieder aufstehen und sich so denken, hey. Im Real Life hätten die doch schon längst kapituliert. Die hätten niemals so einen aussichtslosen Kampf noch gefochten. Besonders nicht für König Joffrey. Wer will schon für den sterben?
Na, flieht ihr? Nee. Sah gerade so aus, weil der hier gerade so rübergerannt ist. Na kommt. Macht den mal am Ende. Die brauchen doch ganz schön lange, bis sie mal tot sind. Ich erhöhe das Tempo mal nochmal. Oh Gott, da kommt noch mehr Kavallerie. Sind die Infanteristen jetzt tot? Ja, ich glaube schon. Dann könnt ihr euch mal zurückziehen und ihr Speerträger übernehmt das. Ah, okay. Die kriegen ganz schön Verluste. Aber die sind halt effektiv gegen Kavallerie. Zumindest sollten sie, von der Logik her. Oh, okay, okay. Nee, nee. Ihr kriegt ganz schön aufs Maul. Ihr müsst doch wieder zukommen. Oh, Gott. Jetzt habe ich auch noch das Mikrofon hier rumgehauen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht irgendwie verstellt oder so. Oder ausgestellt. Hallo? Hört ihr mich noch? Hoffe. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Junge, wie lange braucht ihr denn, um so ein paar Kavalleristen zu töten? Jetzt geht doch mal rein da. Da ist ja nichts zu fassen. So, na endlich, jetzt verpissen sie sich. So, jetzt nehmt mir diese scheiß Burg ein. Ihr seid erschöpft, ich lasse euch mal nicht rennen. Schicken wir die mal hier hoch. Oh, da hat Tüfe gerade geschrieben. Sekunde, ich schreibe mal zurück. Ihr solltet jetzt eigentlich ganz normal die Schlacht weiter beobachten können. So. Mal kurz geantwortet. So, hab gesagt, mal so 10 bis 15 Minuten bräuchte ich noch. Dann sollte das passen. Dann mache ich nach der Schlacht hier auf jeden Fall aus. Also ich mache die Runde dann noch zu Ende und dann reicht das, denke ich mal, für heute. Dann wären es vielleicht doch nur 2 Parts. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, aber naja. Dann dauert das lange, bis die mal ankommen. Oh Gott, oh Gott, nein, 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 Abbruch, Abbruch, Abbruch. Jetzt wären die mir fast noch durchs Torhaus gerannt, die wären alle elendig gestorben. Was fehlt noch? Was macht ihr denn? Die denn lang gelaufen? Was waren eure Missionen? Ach, okay, wir warten mal kurz, bis die da sind. Wärt ihr nicht so erschöpft, hätte ich euch dazu gebracht zu rennen wie sonst was. Okay, ranzoomen, verlangsamt auch die Geschwindigkeit, alles klar. Holy shit, seid ihr langsam. Da hinten kommen sie. So ganz langsam kommen sie angetrottet. So, dann könnt ihr endlich die paar Kavalleristen, die da noch sind, endlich mal töten. So, macht euch auf euer N gefasst. Attacke! Herr, unsere Männer haben das Kommando über die Burg. Okay, ich sollte ihn mal verlangsamen. Nicht, dass das nachher wegen der hohen Geschwindigkeit jetzt abstürzt. Das wäre jetzt furchtbar, wenn das jetzt einfach die Schlacht abstürzen würde. Oh, wäre das ätzend. Da habe ich aber überhaupt keine Lust drauf. Dann mache ich das nachher automatisch und dann verkacken wir das. Das wäre richtig nervig, weil dann kann ich da nichts gegen machen. Dann kann ich das auch nicht selber irgendwie schlagen.
gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Oh, der Sound backt immer so richtig hässlich, wenn der dir Ansagen macht. Das. Ah, ich hab da immer so ein richtig mieses Gefühl, so dass es gleich abschmiert oder so. Och, was gammelt ihr denn da hinten ab? Umkreist die Typen jetzt. So, Attacke jetzt hier. Von allen Seiten, los, tötet sie! Warum macht ihr denn nichts? Der letzte Mann. Stirb doch bitte. Junge, Krepier. Ah, ist bestimmt der General. Mach den tot jetzt. Leute. Es ist ein Mann. Nun, der wird doch von allen Seiten geschlagen und gestochen. Wie hält denn der so lange durch? Na endlich! Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Klarer Sieg, wir haben 315 Männer verloren. So klar ist der Sieg gar nicht, also, ne? Viel mehr haben die Gegner jetzt auch nicht verloren. Na gut, war eine Belagerung. Die Belagerer kriegen immer mehr Verluste. Besonders dieses Feuer beim Torhaus. Das macht halt immer, tut halt immer ein bisschen weh. Oh, das Mikrofon ist ein bisschen verrutscht. Ich hoffe, das passt jetzt alles soweit. Gut. Jetzt kommt's drauf an. Bitte nicht abstürzen. Oh Gott. Ich hab so Schiss. Bitte nicht. Bitte nicht. Wenn es jetzt abstürzt, ist der ganze Abend ruiniert. Dann habe ich den ganzen Tag schlechte Laune. Oh Gott. Please not. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh. Komm, 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 bitte. Bitte. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Wir besetzen die Siedlung. Huh, holy fuck. Okay, da habe ich mir gerade ein bisschen in die Hosen geschissen. Ich habe schon gedacht, das wäre hier wieder vorbei. Wie ihr wünscht, Kapitän. Dieses Let's Play muss einfach eine positive Auswirkung auf dieses Spiel haben. Es ist wirklich so oft abgeschmiert nach einer Belagerung oder nach einer Schlacht. Aber im Let's Play ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Soweit ich weiß. Gut, wir haben jetzt hier ganz schön Verluste gemacht. Mein König. Ich füge euch mal alle zusammen. Befehle? Ja. Eure Befehle? Mein König. Ihr könnt mal aufgelöst werden. Eure Befehle? Ja. Oh Gott, wir haben doch ganz schön Verluste gemacht. Aber naja, wenigstens kriegen wir jetzt. Oh Gott, kriegen wir jetzt viel Kohle. Geil. Dann können wir wieder ein paar frische Soldaten ausbilden. Das sollte ich vielleicht sogar jetzt schon machen. Wenn ich es könnte. Speergardisten können wir machen. Oh Gott, wir können gar nicht so viel machen. Das ist jetzt nicht so geil. Ein paar helle Badenträger könnte ich natürlich mal mit reinnehmen. Besser als nix. Können wir hier noch irgendwas Geiles uns holen?
Nee. Nur so diesen Billigschrott. Ah. 7 Runden, bis die nächste Einheit verfügbar ist. Hm. Wie sieht's mit den geschworenen Schwertern hier aus? Hallo? In 2 Runden können wir da den nächsten uns holen, okay. Das ist nicht schlecht. Hm. Das ist so ein kleines Problem hier bei Westeros Total War. Es dauert halt ewig, bis wieder neue Einheiten verfügbar sind. Ja, muss ich hier wirklich noch so ein bisschen Trash-Infanterie mit reinnehmen. Dann einfach auf Masse statt Klasse gehen. Aber na gut, der Gegner verwendet ja auch nicht so viele Truppen. In einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Aber wir sind halt meistens die Belagerer, deswegen machen wir halt mehr Verluste in einem Kampf. Das ist natürlich der Nachteil bei der ganzen Geschichte. Aber gut, ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall für die Aufnahme. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao.